Wir sind zurück in Let's Play Factorio und wir haben noch einiges zu tun. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier mit unserer perfekten Eisen- und Kohleversorgung. Wo wir gerade bei Kohle sind, da packe ich mir gleich mal was ein. Ich bin immer der Meinung, dass man nie genug Kohle haben kann. Das gleiche gilt eigentlich auch für Eisen. Deswegen nehmen wir da auch nochmal was mit. Ja, wir haben das letzte Mal beschlossen, dass wir unsere Kupferecke noch ein bisschen ausbauen wollten. Ich habe letztens Kommentare zu der letzten Folge gesehen. Die schienen erstmal ganz interessant zu kommen. Danke dafür. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch selber das Spiel holt und vielleicht auch mal dem Entwickler von mir einen Großteil lasst. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, der vorgeschlagen hat, ich solle doch einfach das alte Band zur Kupferecke dann erweitern. Das hatte ich vor. Ich wollte jetzt nicht von da hinten einem Band nach hier legen, du. Also keine Sorge. Ja, wir werden unsere Kupferecke hier oben ein wenig remodellieren und wir haben ja jetzt auch die Möglichkeiten dafür. Wir bauen einfach ein paar elektrische Erzförderer. Bauen wir direkt mal auf Vorrat ein paar Stück. Ich meine, wir kriegen ja ganz schnell neue Erzplatten ran. Wir haben ja jetzt schon wieder neue Erzplatten hier liegen und es stapelt sich schon wieder alles. Vor allem hier ist ein kleiner Schönheitsfehler, der mich unglaublich aufregt. Das habe ich in dem letzten Video dann gesehen. Das sieht besser aus. Jetzt ist da mehr Gleichheit drin in dem Ganzen, wie das aufgebaut ist. Das Ganze würde ich gerne auch noch hier unten machen, aber das wäre ein unnötiger Schritt dann wiederum. Das heißt, hier unten geht es so, aber ansonsten so wie es jetzt ist. So, ich nehme nochmal die Eisenplatten mit. Wir haben gleich die ganzen elektrischen Förderer fertig. Vor allem muss ich mal sehen. Okay, ich dachte gerade, da wären keine Verbindungen mehr. Wenn kein Kabel gespannt ist, heißt das so viel wie, es kann auch kein Strom fließen. Deswegen war ich kurz irritiert. So, wir wollen mal hier schon mal alles abbauen, was wir nicht mehr brauchen. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir hier das Ganze wieder ableiten. Denn ich habe vor... Na, wie mache ich das? Wie mache ich das? Um das mal zusammenzufassen, was ich jetzt vorhabe. Wir wollen die Kohle, die hier ist, weiterlaufen lassen. Nach oben. Allerdings haben wir das Problem, dass wir, wenn wir hier eine Kupferversorgung machen, dann wollen wir auch die fertigen Platten auch automatisch hierhin in die Ecke laufen haben. Problem ist, die ganzen Verkabelungen bzw. Fließbänder überschneiden sich dann ein bisschen. Da kommen wir jetzt zu dem Thema, wo wir das letzte Mal kurz angeschnitten hatten. Und zwar die Logistik. Die Logistik erfordert ein wenig Forschung, wie eigentlich jede Forschung, ist logisch, aber bringt uns dafür sehr, sehr nette Boni, unter anderem unterirdische Fließbänder. Damit können wir jede Menge Platz dazu schaffen und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Ich würde sagen, wir bauen diesen Tech mal. Man sieht schon, er ist etwas teurer. Ich werde diesen Tech tatsächlich nochmal von Hand machen lassen, das waren 20. Lassen wir das mal im Hintergrund machen. Die Forschung sollte etwas dauern, aber währenddessen können wir, ich wollte eigentlich keinen bauen, können wir schon mal die elektrischen Förderer hier aufsetzen. Gucken wir mal, wie wir das am besten hinstellen. Ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus. Mir so einen Aufbau dahin klatschen. Zack, 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 klatschen klingt immer so, als wenn wir es so lieblos machen, aber ein bisschen Liebe steckt da natürlich drin. So, dann werde ich die ganzen Bänder einfach mal hier runter schicken. Wir haben wieder den Vorteil, aus der Hauptkupferecke kommt natürlich wieder auf beiden Seiten des Fließbandes Kupfer. Das mache ich in weiter Voraussicht, denn wir werden später den Platz brauchen. Ich bin mir ziemlich sicher. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist die ganze Ecke natürlich mit Strom versorgen. Ich denke, das ist noch das geringste Übel. Oh, das geht sogar ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem Wasser noch platzieren kann. So, dann versorgen wir mal. Wir müssen weiter dahin gehen, sonst können wir es nicht setzen. Wir haben eine gewisse Reichweite, in der wir Gegenstände setzen können. Das Problem ist gerade, hier reicht es nicht ganz mit den Kabeln. Aber hier sollte es wiederum reichen. Ist das nicht die gleiche Entfernung? Das sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, wenn das auch 7 sind, dann müsste das doch eigentlich klappen. Ich verstehe es gerade nicht. Nochmal weg. Moment, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Okay, es sind, ja klar, es sind 8. Dazwischen sind 7, aber das ist die 8. Stelle. Okay. Hat sich alles erledigt. So, wir haben jetzt wieder den Kupferabbau, aber das Ganze wird noch nicht geschmolzen. Das ist ein kleines Problem, aber wir haben ja erstmal auf Vorrat. Deswegen hat sich das auch schon wieder. Währenddessen ist unsere Forschung halb fertig, würde ich sagen. Wir haben schon mal alles produziert, was wir für die Forschung brauchen. Das packen wir auch gleich rein. Und unser nächstes Projekt ist erstmal die Kupfermine zu automatisieren, plus Schmelzung.
Danach werden wir zusehen, dass wir eine automatisierte Forschungsanlage bauen, damit wir die ersten Tags mal ohne Probleme freischalten können. So, dafür müssen wir jetzt schon mal ein bisschen was erweitern. Und zwar würde ich gerne die Kohle weiter nach oben leiten und die Eisenplatten nach links ableiten. Hier werden wir später unterirdische Fließbänder bauen. Wir machen aber hier an der Stelle schon mal weiter. Wir können schon mal alles Eisen, was wir derzeit an Platten im Inventar haben, weiterverarbeiten zu Fließbändern. Ich kann euch sagen, Fließbänder werden wir noch jede Menge brauchen. Wir haben dann gleich 260 Fließbänder circa im Inventar. Das sollte erstmal reichen. Währenddessen warten wir sowieso auf den Tag. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das am besten platziere. Ich weiß auch wie. Ich lasse einfach von unten die Kohle nach oben kommen. Lasse diese dann nach links abknicken und sie geht zu dem Bereich, wo sie eh hin soll. Werde von hier wiederum das Kabel bzw. das Fließband nach unten leiten lassen. Und hier bauen wir dann eine gleiche Ecke auf, wie wir sie hier haben, mit der Funktionalität, dass das Fließband halt wieder so beladen wird. Ich denke, dann haben wir immer noch ein volles Band Kohle, das abgeht in die obere Ecke, wo ich gerne noch Kohle haben möchte. Ebenfalls haben wir ein volles Band Eisenplatten und ein volles Band Kupferplatten. Damit sollten wir auf jeden Fall, was die Anfangsrohstoffe geht, optimal ausgelastet sein. Das hier ist zu viel, wir wollen keine Verschwendung. So, wir sollten jetzt gleich, ja, wir beginnen tatsächlich jetzt gleich mit den Fließbändern. Das heißt, ich kann schon mal anfangen zu bauen. Einmal nach oben. Das passt perfekt hier hin. Ich bin echt überwältigt. Mit Planung hat das gerade nicht viel zu tun, das war eher Zufall, dass das so wunderbar funktioniert. Aber es funktioniert und das ist die Hauptsache. So, ich würde sagen, wir können ab anfangen, das Ganze nach oben zu leiten. Hier habe ich vor, unseren Hauptkomplex zu setzen. Das Einzige, was hier ein bisschen stört, ist der ganze Wald. Keine Sorge, den werden wir jetzt nicht abholzen. Ich möchte nur schon mal ein wenig Fläche freiräumen. Wir warten ja gerade eh auf ein paar Fließbänder, beziehungsweise auf die damit verbundene Technologie, die uns noch gefehlt hat. Und zwar die Logistik. Die jetzt langsam mal fertig sein sollte. Jetzt in diesem Moment. Ich sehe gerade, wir müssen auch noch ein paar Steine absammeln. So. Wir haben die Logistik erforscht. Wir könnten jetzt theoretisch das Neueste in Auftrag setzen. Problem ist, keine automatische Forschung. Es kümmert sich keiner drum und es passiert deswegen nichts. Das heißt, unsere Priorität geht immer mehr Richtung Forschung, weil sonst kriegen wir nichts Neues dazu. Aber das, was wir gerade gemacht haben, hat erstmal gereicht. Wir wollen jetzt erstmal eine ganze Menge unterirdischer Fließbänder bauen. Dafür kriegen wir, glaube ich, auch immer zwei Einheiten. Das heißt, wir haben schon mal 20 unterirdische Verbindungen, die brauchen wir auch, denn für einen unterirdischen Durchgang brauchen wir tatsächlich zwei Eingänge bzw. Ausgänge. Die setzen wir einfach so hin und dann können wir maximal 5 Felder nach vorne gehen, bevor es wieder nach oben muss. Auf jeden Fall bei den Fließbändern. Ich weiß nicht mehr, ob die hochleveligeren Fließbänder, die gibt es tatsächlich, mehr Reichweite haben. Sie sind auf jeden Fall schneller. Und unterirdische Wasserrohre gibt es auch. Die haben, glaube ich, sogar eine Reichweite von 8 oder 9. So, damit hätten wir das geklärt. Das heißt, man kann sich ganz leicht einen Überblick verschaffen von dem Ganzen, beziehungsweise alles im Überblick halten durch die ganzen Funktionen, die man später noch dazu bekommt, wie zum Beispiel unterirdische Bänder. So, wir würden gerne die Steine verwenden, um weitere Öfen zu machen. Ich mache mal eine ganze Menge Öfen, die werden wir brauchen. So, das klappt soweit. Was vielleicht ganz interessant ist, man kann auch die unterirdischen Bänder da langlegen, wo bereits unterirdische Bänder sind. Das heißt, das kann sich richtig überschneiden. Das heißt, man ist nicht wirklich eingeengt mit dem Platz, was sehr, sehr praktisch ist. So, wir hätten jetzt gerne die Schmelzöfen. Da machen wir dann auch nochmal 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir brauchen davon 5. Wir machen es andersrum. Davon 5 plus 2, davon 5 plus 2. Ansonsten würde er unsere normalen Knickarmroboter verwenden, um damit dann die... Okay, es sind doch große. Ich habe gedacht, ich hätte schneller gebaut. Es gibt tatsächlich schnelle Knickarmroboter. Die können schneller greifen als normale, fressen allerdings dafür auch mehr Strom. Wir werden die erst später brauchen. Derzeit ist es noch nicht nötig. So, was möchte ich jetzt gerne machen? Genau. Hier fehlt noch ein Stück Verbindung. Hier können wir schon mal anfangen, rüberpacken zu lassen. Bauen wir das Ganze mal auf, wie wir es brauchen.
Ich wollte schon sagen, hast du die doch nicht gebaut, aber er hat sie gebaut. Wunderbar, dann setzen wir hier mal alles hin. Und dann haben wir gleich die zweite automatisierte Ecke, wunderbar. Ich würde sagen, bevor wir das Ganze mit Strom versorgen, sehen wir zu, dass wir den Aufbau hier nochmal nachbauen. Dafür brauchen wir nochmal, ja, ich sag mal 15, mach mal voll mit den Knickarmrobotern. Wie gesagt, die werden wir oft brauchen, Eisen können wir uns eh hier unten holen. Ist ein bisschen nervig, dass wir das nicht mit einem Klick aufsammeln können, aber ich werde nochmal eine Greiferkiste irgendwann setzen. Die können wir eigentlich jetzt setzen, das mache ich öfter mal, so kleine Sammelkisten, in denen ich mir dann Sachen zusammenfarme, wenn sie eh nicht gebraucht werden. Nehmen wir eine Holzkiste, weil zu voll soll die auch nicht werden. Ich zeige euch, sobald das fertig ist, wie ich es gemeint habe. Wobei, wir haben hier schon eine Holzkiste. Das heißt, die können wir wieder abbrechen. Das Einzige, was wir brauchen, ist hier so einen schnellen Knickarmroboter. Ich hab's echt nicht mit diesem Wort und der schnellen Aussprache davon. Aber ist ja auch egal. So. Der wird uns jetzt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit im Gegensatz zu den anderen Robotern ein bisschen Eisen da reinpacken. Wenn wir dann Eisen brauchen, machen wir einfach einen Linksklick, beziehungsweise einen Steuerung-Linksklick. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Währenddessen können wir zusehen, dass wir hier mal ein bisschen die Einordnung jetzt besser hinkriegen. Ich glaube, hier können wir uns das Ganze jetzt auch ein wenig vereinfachen. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das machen. Eigentlich können wir den Aufbau mit diesen großen Knickarmrobotern jetzt ändern. Das würde sogar besser sein von der Geschwindigkeit her. Allerdings würde ich gerne die Synchronität, wie das Ganze aufgebaut ist, beibehalten, weil ich bin auch ein Augenmensch, da bin ich ganz ehrlich. Ich muss es schön aussehend haben. Schön ist jetzt wieder so ein Begriff, den man sehen kann, das liegt im Auge des Betrachters. Allerdings, ihr wisst, wie ich das meine. Das heißt, du wirst hingehen und das Ganze mal wieder so platzieren. Du packst es dann wieder gerade auf das Band. Du packst es so drauf. Ihr packt es so drauf. Und dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Jetzt heißt es nur nochmal, ich brauche neue große Knickarmroboter. Ich habe es tatsächlich richtig aussprechen können. Wow, ich bin stolz. Klappt das so? Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Dann bitte. Von diesem Band auf dieses Band, von diesem Band auf dieses Band, von diesem Band auf dieses Band. Wollen wir das Ganze nebeneinander laufen lassen? Wunderbar, klappt das. So, du. Genau, so rum muss das. Diesmal soll die Symmetrie stimmen. Ganz großer Fehler, so ist besser. Ich glaube, so funktioniert. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze an. Wir haben noch genug Strommasten. Das Ganze braucht Strom, also sind wir so nett. So, die sind am Arbeiten. Die sind am Arbeiten. Packen wir es mal dahin. Sieht einfach besser aus. Am Arbeiten, am Arbeiten, am Arbeiten. So, das war's mit unserer Kupferproduktion, die jetzt ebenfalls vollautomatisiert ist. Wunderbar. Dann hätte ich jetzt gerne einen Übergang, denn diese ganzen Einheiten sollen, wie gesagt, hoch in unser Hauptproduktionscenter. Das wird jetzt gleich, denke ich, anfangs ein kleines Chaos, weil ich erstmal gucken muss, wie ich das Ganze organisiere. Wir haben schon wieder eine ganze Menge Fließbänder verbraucht, seht ihr das? Gut, die bauen wir neu, wir haben ja, komm, bauen wir komplett. Bauen wir nochmal komplett voll die Leiste. Wir haben ja genug Eisen, das ist nicht das Problem. So, hier läuft jetzt gleich alles nebeneinander erstmal, wenn wir in den Hauptkomplex übergehen. Es mag ein bisschen verschwenderisch aussehen mit den Bändern hier, aber ich glaube, das ist es tatsächlich. So, mit hier rüber. Und damit haben wir erstmal unsere drei Anfangsressourcen komplett aufgetürmt nebeneinander laufen. Also, bis jetzt gefällt mir der Aufbau sehr gut. Das hat besser funktioniert, als ich es mir vorgestellt hätte. Obwohl es sieht gar nicht so chaotisch aus. Also es mag daran liegen, dass ich das Spiel jetzt schon, das ist mein zweiter Playthrough hier. Bei dem anderen bin ich ungefähr bis zu diesem Tech-Level hier gekommen, die Reihe, beziehungsweise die letzten Techs hiervon nicht.
Auf jeden Fall bin ich recht weit gekommen und ich denke, deswegen sieht es für mich generell übersichtlicher aus. Aber ich würde sagen, es ist ganz einfach zu verstehen, dass von hier die Kohle kommt, da Quatsch, von hier das Eisen kommt, von hier die Kohle kommt, von hier das Kupfer kommt. In dem Komplex alles schon mal aufbereitet wird zu normalen Rohstoffen bzw. verarbeiteten Grundbaustoffen, Metallplatten und unsere Kupferbarren. Und dass wir noch unsere Kohle weiter mit nach oben nehmen. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal hier oben den Layout. Ich entferne doch nochmal die paar Strommasten hier. Denn wir müssen jetzt auch erstmal organisieren, wie wir das Ganze aufbauen. Dazu gehört auch das Abholzen dieses Waldes. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Cut. Besorgt mir ein paar... Ja, wir haben das ganze Eisen verarbeitet, aber kein Problem. Jetzt wäre zum Beispiel ein Fließband nach unten ganz cool, weil wir dann uns schneller fortbewegen könnten. Ich leere mal die Kiste. Das sind schon alleine 500 Platten gewesen. Dann leere ich mal das Band. Das waren mehr Kupferplatten, als ich wollte. Ich wollte eigentlich gar keine. So, das Eisen wird wieder produziert werden. Ich denke, nach dem Cut wird das wieder voll sein. Wir haben jetzt genug Eisenhacken. Ich werde höchstens 3 Stück brauchen. Ich würde sagen, ich werde hier mal einen netten kleinen Chunk rausarbeiten. Und danach hole ich euch wieder dazu. Ich würde sagen, bis gleich. So, da sind wir wieder. Es hat gar nicht mal so lange gedauert. Es mag lange aussehen, weil auf einmal Nacht ist. So, wir wollen jetzt zusehen, dass wir hier eine automatische Montagefabrik erstmal hinsetzen. Denn wir haben ja das Ziel, unsere Forschung zu automatisieren. Für dieses Ziel müssen wir 2 Zutaten kombinieren, automatisch, als Dauerauftrag. Heißt, wir brauchen Montagemaschinen, die uns Kupferplatten und Zahnräder zusammensetzen. Das Ganze hat nur einen kleinen Haken. Leider funktioniert das nicht so einfach, denn wir brauchen ja erstmal Kupferräder. Beziehungsweise, Quatsch, keine Kupferräder, Zahnräder. Um Zahnräder zu machen, brauchen wir wiederum eine Montagefabrik und Eisenplatten. Das heißt, wir sehen schon den Haken an dem Ganzen. Wir müssen immer wieder mal so ein paar Dinge miteinander kombinieren. Das sind so ein paar Grundzutaten, die dort dann entstehen, die wir immer wieder brauchen, zum Beispiel Zahnräder. Das heißt, diese Produktion, die wir jetzt wieder setzen, ist mal wieder zukunftsweisend. Das heißt, ich möchte diese Produktionskette auch recht groß gestalten. Und zwar brauchen wir in der Zukunft für sehr viele Sachen Zahnräder. In meinem ersten Playthrough hatte ich 4 Montagemaschinen, die haben nicht ganz gereicht mit meinem späteren Bedarf. Das heißt, hier haben wir tatsächlich jetzt das Eisen langlaufen und daneben noch ein bisschen Platz. Ich würde jetzt hier gerne die erste Montagereihe hinsetzen. Dafür müssen wir ein paar von diesen Montagemaschinen bauen. Wir bauen mal 6 Stück. So, man sieht schon, wir brauchen Kupferdraht, aber den brauchen wir in nächster Zeit noch nicht automatisiert. Das heißt, wir leiten jetzt kein Band ab, wo wir das uns extra herholen. Sollten wir mal ein extra Band brauchen, können wir das ganz einfach ableiten, indem wir zum Beispiel hier ein bisschen was auslassen, hier eine Kurve mit der Kohle legen und dann hier einen unterirdischen Ausgang machen. Dann würden wir quasi eins unserer Bänder ableiten mit einer Ecke als Hilfe, um das Band da rauszuholen und etwas abzuleiten. Alternativ kann man auch mit großen Knickarmrobotern von außen in den Prozess eingreifen. Es gibt viele Möglichkeiten, das, was wir auf den Bändern haben, runterzuholen, wenn wir es irgendwo brauchen. Momentan brauchen wir aber nur das Eisen und das ist praktischerweise gerade sowieso ganz links. Denn, wie gesagt, für die Zahnräder brauchen wir nur Eisenplatten und die haben wir hier zu Genüge. So, ich würde jetzt gerne meine Montagemaschinen hier hinsetzen. Das sind ziemlich große Gebilde. Aber lasst euch nicht abschrecken, die funktionieren ganz einfach. Das Einzige, was wir machen müssen, per Linksklick lassen sich diese Montagemaschinen konfigurieren. Und wir müssen auch keine Rezepte oder so eingeben. Wir sagen einfach nur, was wir haben wollen. Und die Knickarmroboter werden dann nur das, was diese Montagemaschinen brauchen, mit aufs Band packen. Das heißt, hätten wir hier ein Band, wo Kupfer, Eisen, Kohle und alles vorbeiläuft, dann holt es sich nur das Eisen raus, beziehungsweise die Eisenplatten. Was wir jetzt machen können, ist dort Knickarmroboter hinsetzen. Aber ich denke, wir werden da direkt schnelle Knickarmroboter hinsetzen. Die fressen ein wenig mehr Strom. Ungefähr das Dreifache. Aber wir werden später die Montagemaschinen aufrüsten. Zu welchem von einem höheren Tier, damit die schneller arbeiten. Und spätestens dann brauchen wir quasi neue Knickarmroboter, weil die alten irgendwann dann die Produktion ausbremsen, wenn das Gebäude an sich schon zu schnell arbeitet.
So, wir setzen mal die Teile hier hin. Das mindert dann erstmal ein wenig unsere Eisenproduktion, beziehungsweise das, was wir rauskriegen. Aber auch nur, weil wir uns selber neue Rohstoffe schon hinsetzen. Das hier stört mich, dass es nicht miteinander verbunden ist. Das ist asymmetrisch. Aber ich muss jetzt sowieso noch so ein Teil hinsetzen. Das heißt, ich verschiebe das mal ein bisschen. Jetzt wirkt es wenigstens wieder ein bisschen symmetrisch. So, wir haben jetzt unsere Montagemaschinen voll. Theoretisch könnte hier der Stack voll sein. Wenn man es als per Knickarm-Robotern füllen lässt, dann sieht es immer so aus, als würde es vorsichtig arbeiten und Platz lassen. Für den Fall, dass das Eisen noch woanders benötigt wird. Also es packt nicht sofort alles mit Eisen voll, wie ich es hier zum Beispiel machen kann. Tatsächlich mache ich das jetzt mal per Hand, denn wir haben eine Menge Eisen und wir brauchen so viel Eisen. Eigentlich fast nie im Inventar. Und außerdem kommen wir dann erstmal schnell an Zahnräder, wenn wir so ein bisschen mithelfen. So, hier fehlen noch welche. Macht ihr mal. So, das Ganze kommt jetzt da rausgeschossen. Beziehungsweise, wenn wir das eingerichtet haben, kommt es rausgeschossen. Und das heißt, wir haben Kupferplatten und Eisenplatten und damit wieder soweit fast alles, was wir für eine Automatisierung brauchen. So, das Ganze soll auch noch ausgeführt werden aus dem ganzen System. Einmal darüber bitte. Da legen wir dann auch nochmal die Strommasten einfach auf die gegenüberliegenden Seiten. Der Symmetrie und so. Ja, man sieht, wir haben ein kleines Problem. Und zwar sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir ein Fließband haben, das wir tatsächlich nur mit einer Zutat befüllen wollen. Wir werden nämlich jetzt ganz clever hingehen. Ich habe keine große Lust, hier irgendwas rauszuleiten. Das ist auch gar nicht nötig. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wie wir das Ganze lösen werden. Wir werden uns die nötigen Zutaten jetzt per Knickarmroboter holen. Da hätte ich gerne noch einen großen, mir fehlen Eisenplatten. Was für ein Zufall, dass hier alles rumliegt. Wunderbar geplant, nenne ich das. So, und zwar würden wir jetzt gerne erstmal das ein bisschen weiter befüllen. Denn ich glaube, ich habe Morgs gebaut, sehe ich gerade. Ich habe ein wenig Morgs gebaut, das ist aber nicht schlimm. Ja, das Problem ist, die Knickarmroboter würden das hier hinlegen. Ich hatte gerade im Kopf, sie würden es hier hinlegen. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, denn wir können auch einfach das Band mit den Zahnrädern ein wenig eher abknicken lassen und das Ganze noch richten. Das sind so kleine Kunstfehler. Die Optimisierungen werden mit der Zeit immer mal so aussehen. Ich glaube, das möchte ich auch noch ein bisschen anders gestalten, denn der Arm legt das momentan so ab, wie ich es garantiert nicht haben möchte. Das heißt, wir heben nochmal die Zahnräder auf. Das ist alles halb so wild. Wir werden allerdings hier einen kleinen Kunstfehler beheben müssen. So. Das sieht jetzt ein bisschen wurstelig aus, aber es ist alles im grünen Bereich. Das kann wieder zurück. Das kann jetzt theoretisch auch einfach geradeaus durchlaufen. Fehler wurde behoben. So, was wir jetzt damit erzielen, ist folgendes. Lass mich eben die Leitung setzen. Ich glaube, ich ziehe mir die Leitung so direkt hier rüber. Ich sehe, wir haben noch einen kleinen Fehler. Ja, die Knickarmroboter wollen es an das äußere Ende legen. Wie machen wir das? Halb so wild. Wir werden jetzt zusehen, dass wir das Ganze umleiten. Und zwar wollen wir die Zahnräder anscheinend auf der rechten Seite eines Förderbandes liegen haben. Das können wir hier rüber lösen. Jetzt sollte eigentlich alles auf der rechten Seite eines Förderbands sein. Ja, wie gesagt, man muss ab und zu ein bisschen fummeln, wie man das Ganze macht. Anscheinend packt er immer noch ab und zu... Ja, sie packen immer noch ab und zu auf die andere Seite noch. Okay, das heißt, wir lösen es nochmal anders. Wir heben nochmal alles auf. Ja, wie gesagt, das sind diese kleinen Schönheitsfehler, die ab und zu reinkommen. So, das ist jetzt auf der linken Seite. Das ist jetzt in dem Fall wieder nur auf der unteren Seite. Ich verstehe nicht, wieso sie das machen, aber halb so wild. Wir können es so zusammenführen lassen und dann funktioniert es.
So, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um die erste Abteilung der automatisierten Forschung zu verwenden. Wir haben die Zutaten für die roten Forschungsstacks und wir werden jetzt nichts anderes machen als das, was wir sowieso schon getan haben. Wir werden noch eine Reihe von automatischen Montagemaschinen bauen, die uns mit den Zutaten, die wir jetzt da unten zur Bereitschaft gestellt haben, rote Forschungspacks bauen werden lassen. Und mit diesen können wir dann in der Zukunft unsere Forschung betreiben. Wir können schon mal, da die Bauzeit für sowas eigentlich ein wenig hoch ist, jetzt gleich anfangen, ein paar Wissenschaftslabore zu bauen. Und zwar brauchen wir genau 8 Stück. Allerdings würde ich vorher gerne noch ein paar Fließbänder bauen, weil ich denke, dass die fast nötiger sind. Das heißt, wir heben einfach nochmal ein bisschen Eisen auf. Da kommt gerade auch ein bisschen weniger an, weil die ihre Zahnräder am Machen sind. Außerdem scheint hier unten mit der Eisenproduktion was nicht zu stimmen. Ah, doch, die greifen alle. Es ist nur das erste Mal jetzt, dass wirklich alles an Eisen gebraucht wird und deswegen die Produktion ein bisschen langsamer ist. Wir können diese ganze Eisenproduktion nochmal beschleunigen, indem wir erstens weitere Schmelzöfen bauen. Wir haben ja theoretisch die Möglichkeit, nach unten zu expandieren. Allerdings gibt es noch eine elegantere Lösung. Es gibt später andere Öfen, die schneller brennen als unsere jetzigen Schmelzöfen. Das heißt, wir werden noch damit zurechtkommen. Des Weiteren wird auch viel unseres Eisens abgegriffelt. Jetzt weiß ich, wohin das verschwindet. Ja, 1500 Eisenplatten. Jetzt dürfte das Band auch wieder etwas voller sein. Wir rasen mal zurück. So, und damit können wir jetzt eine ganze Menge bauen. 1, 2, 3. Das sind 8 Labore. Wie gesagt, ich möchte am Anfang erstmal 10 Stück haben. So, wir werden jetzt hier abdriften lassen. Und zwar wollen wir unsere Montagefabriken hier bauen. Ah, jetzt haben wir die Labore in der Bauleiste. Das ist auch uncool, denn wir wollen auch noch die Montagefabriken bauen. Die hätte ich vielleicht zuerst bauen sollen. Ich breche die Sachen hier auch nochmal ab. Die Sachen, die bis jetzt produziert wurden, haben wir noch. Das heißt, wir müssen gleich nicht alles nochmal von Anfang an machen. Wir brauchen... machen wir mal 6 Montagefabriken und dann die 8 Labore. Ja, die Montagefabriken gehen definitiv schneller. Da brauchen wir ein paar Computerchips. Die macht unser Charakter ein bisschen per Hand. Ich glaube, es könnte echt knapp mit den Zahnrädern später werden. Ich weiß noch nicht, ob ich hiermit zufrieden bin. Es kann sein, dass wir hier noch eine riesige Optimisierung vornehmen müssen. Wobei, jetzt baut er sich erstmal einen Vorrat an Zahnrädern auf. Das ist, glaube ich, ganz okay, wie es derzeit ist. Denn dieses Band wird auch sehr schnell immer wieder befüllt werden mit Zahnrädern, da wir 6 Montagemaschinen haben. So, was wir jetzt machen werden, ist die Montagemaschinen, die wir gebaut haben, setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal wieder. Das ist ein wenig zu weit, das ist aber halb so wild. Das packen wir einfach per Hand schon mal rein. Wissenschaftspacks, und zwar die roten. Hier ebenfalls. Wir sagen schon mal, was sie produzieren wollen, damit wir schon mal Gegenstände hineinlegen können. So, währenddessen stellt er uns da was zusammen. Ich möchte hier auch was zusammenstellen. Bau du schon mal die schönen Wissenschaftspacks. Quatsch, Zahnräder will er. Da. Ja, er arbeitet natürlich nicht, weil wir noch keinen Strom haben. Aber auch das ist halb so wild. So, wir könnten jetzt ruhig mal ein wenig schneller unsere Packs hier bekommen. Denn wir sind genötigt, jetzt erstmal ein paar Kräne zu bauen. Passt alles nicht so ganz im Zeitplan. Uns fällt aber auf jeden Fall auf, wir brauchen immer mal wieder diese doofen Computerchips. Das heißt, wir werden bald anfangen, eigene Abteilungen bauen zu lassen, die quasi auch doppelte Bänder voll mit Zahnrädern und Computerchips machen. Das ist nämlich ebenfalls Ressourcen, die wir später häufiger brauchen werden. Das hier ist erstmal nur der Anfang des Ganzen. Und wir haben eigentlich fast überall noch Platz für Erweiterungen. Ja, ich würde sagen, wir haben überall noch Platz für Erweiterungen. Und so läuft das ganz gut. So, jetzt kommen wir aber zum Wesentlichen. Uns fehlen noch Labore, 3 Stück. Dann würde ich jetzt gerne hier mal alles fertig machen, dass unsere automatische Forschung losgehen kann. Denn das rückt so ein bisschen in den Rücken. Wir brauchen diese neuen Techs, um uns auch verteidigen zu können in der Zukunft. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier oben Gegner.
Und die können uns tatsächlich gefährlich werden. Die greifen mit der Zeit von alleine an. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, was sie dazu triggert, ob es einfach nur die Expansion in ihr Gebiet ist, aber Gegner greifen mit der Zeit an.